Willkommen und schön, dass du da bist. Wir spielen die Soulmask-Demo heute. Die Soulmask-Demo ist vom 1. Mai bis 10. Mai kostenlos zur Verfügung. Ihr könnt sie euch einfach runterladen und könnt euch das Spiel angucken, ob es euch gefällt. Mein Ziel heute ist, dass ich sozusagen alle Basics erledige hier in diesem Anfangsgebiet. Das bedeutet im Einzelnen, dass wir unsere Basis halbwegs gut ausbauen wollen, dass wir uns NPCs holen wollen und die auch entsprechend einsetzen wollen, sodass sie für uns arbeiten und dass wir so weit kommen wollen, dass wir das nächste Gebiet freischalten können. Aber natürlich werden diese Gebiete immer schwieriger und um dann weiter vorzudringen ins nächste Gebiet, sollten wir schon halbwegs gut gelevelt haben. Wir sollten mit den Gefahren im Anfängergebiet gut klarkommen und ja, einfach die Base soweit schon aufgebaut haben, dass wir einfach dann in das nächste Level und mit unserem Charakter gehen können. Das heißt, das nächste Level wäre dann, dass wir Richtung Bronzezeit und Ausrüstungen gehen, aber alles, was wir davor eben benötigen, das wollen wir heute hier erledigen. Ja, dann ist natürlich auch noch interessant zu wissen, wie kommen wir mit der neuen Gefahr, der Anaconda, klar oder wie kommen wir mit den Panthern klar. Das werden wir uns heute alles angucken. Hier bin ich gerade mit meiner Begleiterin, Lela habe ich sie genannt, dabei eben die Gegend zu erkunden, die verschiedenen Ruinen zu erkunden. Und es gibt diese speziellen Ruinen, die sind auch speziell gekennzeichnet, in denen ihr dann den Kontrollpunkt in eurer Maske freischalten könnt. Das habe ich hier gerade gemacht. Maske. Kontrolle. Der Knoten wurde eben repariert. Wenn wir Bewusstsein 20 haben, dann können wir die nächste Stufe machen. Wir haben natürlich noch mehr von den Camps hier aufgesucht und von den Ruinen, weil wir natürlich viele von den grünen Kristallen brauchen, um unsere Maske zu reparieren. Und wir brauchen die Sonnensteine, die muss man essen, um die Maske mit Energie zu versorgen. Also essen oder benutzen muss man sie. Und dafür ist es eben notwendig, dass du möglichst viele von diesen Ruinen oder Camps und so weiter hier im Anfängergebiet angreifst und dir diese Sachen holst. Mal abgesehen davon, dass es eben auch andere feine Sachen gibt, wie zum Beispiel Nahrung und so weiter. Da ist die Kiste. Das lohnt sich. Dann haben wir hier eine Kiste. Ach komm. Nice. Und wir haben hier wieder so einen Kontrollpunkt, aber das haben wir ja schon erledigt. Direkt neben meinem Camp ist immer ein kleines Ausgestoßenenlager. Die sind zwar nicht von einem hohen Level, aber sie sind teilweise gute Arbeiter und für die normale Hausarbeit und Handwerksarbeit und so sind sie ganz prima einzusetzen. Das ist jetzt die vierte, die ich mir jetzt hier hole. Und nebenbei kann man hier natürlich auch immer noch mal ein bisschen Loot abgreifen. Da ist unsere Base schon. Die Base ist aktuell, ja, ich sag mal in der Basisvariante, ja. Also da ist nicht wirklich, ich habe da jetzt nicht auf Schönheit geachtet, sondern erstmal darauf, dass es funktioniert, dass es praktikabel ist. So, dann holen wir uns die, rekrutieren. Sehr schön. Hunter, you are Hunter. Sie ist sogar schon Level 4. Wow. Gehen hier rein. So, ausgestoßener Level 4.
Okay, das ist ihr Inventar und ihr Charaktermenü. Was hat sie? Sie hat hier was Spezielles. Sie mag gerne Stoffkleidung, okay. Was ist das? Kann Gegner durch Geräusche wahrnehmen. Jäger. Also sie hat zweimal dieses Jägerattribut. Sie scheint sehr stark mit Fäustlingen zu sein. Kampf erprobt. Ja, fein. Siehst du, das habe ich bei meinen anderen noch gar nicht gemacht, dass ich hier Punkte verteilt hätte. Können? Ja, da ist jetzt nichts, was wirklich hoch ausgeprägt wäre. Aber sie bleibt natürlich trotzdem erstmal hier. Also sie hat ein hohes Entwicklungspotenzial mit dem Bogen und mit der Doppelklinge und mit dem Speer. Oh nee, hier mit der Klinge. 121. 121. Wow. Okay. Die Klinge. Das heißt mehr eigentlich sogar als das hier. Sehr gut. Dann kriegt sie natürlich auch eine Klinge in der Ausrüstung. Ansonsten würde ich sie vielleicht erstmal hier drin lassen in Ruhe. Ich werde sie dann erstmal zum Holzhacken und so einsetzen. Da fehlt mir noch jemand. Und sie hat hier schon alle möglichen Attribute auch mitgebracht. Den können wir mal aktivieren, den Sprintschlag. Hat sie aktuell eine Klinge dabei? Ja, hat sie. Okay, wunderbar. Ach so, und wir wollten ihr ja eigentlich einen Namen geben. Daisy. So. Wird später mal Holz und Stein machen. So versuche ich mir das halt so ein bisschen erstmal zu sortieren, dass ich nicht komplett den Überblick verliere. Dann sehe ich eben gleich zum Beispiel jetzt, wenn ich auf Daisy zeige, okay, sie macht Holz und Stein. Sie ist die Handwerkerin, das ist meine erste, das ist die Handwerkerin. Ja, bisschen verwirrend hier jetzt, aber gut. Sie kriegt erstmal ein bisschen Kleidung noch. Ein paar Reste, die wir hier haben. Guck mal, Daisy tanzt. Ah. Sehr schön. Die sind alle so klein, fast wie Kinder, ne? Was hast du? Exzellent. Und ja gut, okay, dann behalt das erstmal an. Sehr gut. So, wir haben zwei ganz wichtige Sachen, die wir noch aufbauen müssen. Nämlich eine Toilette und ein Brunnen. Und die Toilette kann theoretisch hier drin stehen. Die kann natürlich auch draußen stehen. Aber hier drin geht auch. Wir stellen sie erstmal hier hin. Jetzt bin ich gespannt. Guck mal. Da kommt schon. Ja, sie ist auch am längsten bei mir. Also sie hat wahrscheinlich schon tagelang aufgehalten. Ich hoffe, du kommst da auch wieder raus. Und da kommen dann Fäkalien. Die Fäkalien, ja, können wir dann später zu Dünger verarbeiten. So. Ah ja, sie hat die Tür offen gelassen. Na gut, ich würde gerne hier einen Ausgang nach hinten machen. Na? Brauchen eine Treppe. Mal gucken, ob wir noch eine Treppe haben. Also ich habe alle Werkbänke aufgebaut und alles in Gang gebracht. Das zeige ich euch gleich noch. Die sitzen hier normalerweise nicht einfach so rum. Wo ist sie denn jetzt hingegangen? Ah, sie sitzt schon wieder auf Toilette oder was? Ach nee, das ist die andere. Jetzt die andere auf Toilette. Ja, also scheint gut zu funktionieren, die Toilette. Und das macht es einfacher natürlich.
die ersten Fäkalien zu sammeln, die dann zu Dünger verarbeitet werden können. Nein, eine Treppe haben wir nicht. Wir haben aber eine Strohtür, habe ich ja, eine Strohtür brauchen wir. Und dann machen wir uns eben eine Treppe. Und jetzt ist es so, ich habe alle Werkbänke eingerichtet und ich habe hier diese großen Kisten. Und alle Kisten, seht ihr, sind beschriftet. Und auch mit Symbolen gekennzeichnet. Und es ist im Prinzip die ganze Herstellung jetzt schon komplett automatisiert. Wenn ich jetzt hier die Kiste öffne, dann sieht man, hier sind jetzt alle Lebensmittel drin und alles, was mit Essen kochen zu tun hat. Und hier unten gibt es diesen Schalter Lagergegenstände einstellen. Und da kann ich auswählen, was hier drin gelagert werden darf. Und dann werden nur diese Dinge da drin gelagert, nichts anderes. Ja, und du kannst das Ganze natürlich auch, sorry, nochmal mehr unterteilen, indem du hier sagst, nee, aber Kartoffeln dürfen da nicht drin liegen. Und meine drei hier, die packen die Sachen einerseits da rein und holen sich andererseits das benötigte Material auch hier raus, um die Sachen herzustellen. Und an jeder Werkbank ist es so, wenn ich jetzt hier einstelle, ich brauche eine, was wollten wir, eine Holztürrahmen. Ach, eine Treppe wollten wir, genau. Jetzt eine Holztreppe. Wenn ich jetzt auf, anstatt das anzuklicken oder E zu drücken, drücke ich D. Sag vorher, was dafür benutzt werden darf und was nicht. Und jetzt drücke ich D und dann wird das hergestellt. Und ich habe einfach die Verwendung dieser Werkbänke aufgeteilt unter meinen drei Stammesmitgliedern. Ja, und die gehen dann hin, wenn etwas zu tun ist, und stellen das her. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, wir wollen mehr Ton haben, als Beispiel jetzt. Na, D. Dann schiebt er das hier in die Reihe. Und jetzt müsste eigentlich mein anderer, genau, jetzt steht der andere auf, der nämlich hier zugeteilt ist und stellt mir jetzt einen Keramik-Mold her, eine Keramikform. Und so funktioniert das Ganze. Und wenn Sie das hergestellt haben, legen Sie es in die entsprechende Kiste rein. In dem Fall hier jetzt unsere Treppe. Also wir sind aber im Moment schon wirklich ganz gut aufgestellt hier. So, das kommt mal dahin. Das kommt hier ran. Ja. Und dann kommt hier hinten die Toilette hin. Ein bisschen in die Toilette. Der Brunnen kommt hier hin. So. Und der füllt sich jetzt mit Wasser. Ist ein bisschen tief wahrscheinlich. Und da gehen die Clanmitglieder, die Stammesmitglieder gehen dahin, wenn sie Wasser brauchen. Um ihre Aufgaben zu erledigen oder auch um zu trinken. Sie hat sich schon mal Wasser geholt jetzt. Wahrscheinlich hat sie noch einen offenen Auftrag. Ja, genau. Sie geht jetzt kochen. Da war offensichtlich kein Wasser mehr. Genau, das Wasser war leer und sie hat Wasser geholt und kocht hier jetzt das Essen. Und wenn sie das Essen gekocht hat, dann packt sie es in die Nahrungskiste hier oben rein. Und so ist das Ganze voll automatisiert. Und wie macht man das? Es ist super simpel. Ich gehe hier mit Tab ins Menü, gehe hier auf meine Leutchen und habe jetzt hier die Auswahl. Tick, Trixi oder Lela. Und übrigens, Tick und Trixi habe ich bekommen, da waren sie Level 1 und Level 3, hatten aber teilweise hervorragende schon Handwerksausbildung mitbekommen. Also es war gar nicht dramatisch hier. Trixi war Level 1, ist jetzt Level 15, allein durch die ganzen Arbeiten, die sie verrichtet. Und wenn ich mir die jetzt hier hole und gehe auf Arbeit, dann haben wir hier zwei Arbeitseinstellungen. Einmal achtet sie darauf, dass unser Feuer nie ausgeht.
Und andererseits, wenn ich das hier anklicke, hat sie Werkbankbeauftragung für verschiedene Werkbänke. Und ihr seht, ich habe jetzt die Toilette neu gebaut, da gibt es noch keine Beauftragung, die gebe ich aber nicht ihr, die werde ich dann Tick geben. Und was wir uns hier noch angucken können beim Charakter, das sind einmal die Perks, die sie mitbringen. Ja, Dreier-Perk ist besonders gut. Wobei bei einem Einser war das jetzt noch nicht so relevant. Also die müsste da dann entsprechend noch gelevelt werden. Und dann haben wir hier bei Können, sehen wir, was sie alles besonders gut kann. Und sie hat schon relativ viele Handwerkerausbildung mitgebracht, als sie gekommen ist. Deswegen habe ich sie relativ stark hier im Handwerk eingesetzt. Und sie hat auch bei etlichen jetzt schon ein Level erreicht. Nämlich das erste 30er Level hat sie erreicht. Und hier können wir jetzt hingehen und sagen, okay, was soll denn passieren? Soll sie schneller arbeiten, wenn es um Holzfällen geht? Soll sie mehr Ertrag bekommen? Soll die Haltbarkeit des Werkzeugs langsamer sinken? Oder sollen die Ausdauerkosten runtergesetzt werden? Ja? Ich würde jetzt hier zum Beispiel sagen, dass der Ertrag steigen soll. Wobei sie jetzt keine ist, die ich zum Holzfällen schicke. Aber zum Beispiel schicke ich sie hier an den Webstuhl. Und da kann ich jetzt auch sagen, das Tempo steigern oder den Ertrag steigern. Und im Moment gehe ich hier überall auf Ertrag, weil Tempo ist jetzt in meinem kleinen Mini-Clan hier nicht so von Relevanz bei der Herstellung. Also die sind so flink im Herstellen. Und überall, wo 30 Punkte erreicht worden sind, kann eben schon ausgewählt werden, was soll denn passieren. Welche Ausprägung wünschen wir hier? Wünschen wir mehr oder wünschen wir schneller? Das kann man alles einstellen. Das gleiche gilt auch für die Waffenfähigkeiten, die sie mitbringen. Sie können also maximal in irgendeiner Profession Level 120 erreichen. Hier zum Beispiel kann sie Level 115 erreichen. Bei anderen kann sie zum Beispiel hier oben nur 48 erreichen, also 78 erreichen. Das heißt, ihr Talent für Holzfällen ist jetzt nicht so ausgeprägt. Ja? Also man sollte sie insbesondere da einsetzen, wo sie auch eine hohe Ausprägung erreichen kann. Deswegen macht sie bei mir zum Beispiel Lederarbeiten. Gut, sie macht auch die Handwerkskunst. Sie macht auch das Kochen. Also ich habe ja im Moment nur drei, ja. Und die müssen ja entsprechend dann alles erledigen auch. Genau, also bei Arbeit einfach die Sachen anklicken, die jemand tun soll. Und jetzt gehen wir nochmal hier zu Tick. Der wird nämlich später unseren Garten bearbeiten. Der ist da ganz gut, habe ich gesehen. Und der bekommt jetzt auch noch die Toilette hinzu. Damit haben wir alle Arbeiten verteilt, im Moment zumindest. Und Lela nehme ich meistens mit, deswegen hat die hier jetzt... Oh, ich habe das nicht abgespeichert. Das ist noch ein bisschen blöd. Warte mal, Tick sollte die Werkbänke so... Und das muss ich jetzt aber nochmal bestätigen und das vergesse ich immer gern mit E. So. Ja, und Lela, die hat nur im Moment die Reparaturwerkbank zu verwalten, weil die nehme ich halt mit. Und das Wichtigste ist erstmal, dieses Setup zu bekommen, also alle Werkbänke aufgebaut zu haben, soweit ihr sie schon könnt, und dann eure Stammesmitglieder einfach dahin bringen. Und die laufen hier rum, die holen sich Wasser, die gehen auf Toilette, die ruhen sich aus, wenn sie müssen, die erledigen die Arbeiten, die wir beauftragen. Also es funktioniert hervorragend. Ja, sie tanzt, es geht ihr gut. Also die ganze Zeit, wo die keine Toilette hatten und nicht permanent an Wasser konnten, da haben sie eigentlich alle nicht getanzt. Aber offensichtlich geht es ihnen jetzt besser. Ja, kein Wunder, ne? Wir wissen eh, wie das ist, wenn wir keine Toilette haben. Ja, sehr schön. Sehr gut. Ja, guck mal, er hier, ja, ist ein bisschen gefallen. Ach ja, und was ich noch gebaut habe, ist hier dieser Tisch, dieser Esstisch. Ups, sorry. So, und in diesem Esstisch liegt die Nahrung.
Und sie können sich hier Nahrung rausnehmen, was immer sie wollen. Den kannst du da mal reinschieben. Der wird dann da sicher weggeholt. Diese Automation und dass die sich auch bewegen, dass die auch dann Bewegungen ausführen, wenn sie an der Werkbank stehen, dass sie selbst alle Dinge eigentlich selbstständig erledigen, wenn du es mal eingestellt hast. Das ist echt, ja, da kann sich manches Game einfach auch eine Scheibe abschneiden, ja. Das ist richtig klasse. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir den Speer da oben freischalten. Und auf dem Weg dahin gibt es dann zur Überraschung noch eine Anaconda. Lela ist dabei. Da ist eine Anaconda, Level 18. Ja. Gib mir mal das Lagerfeuer, das du so durch die Gegend trägst, bitte. Das war nicht gut. Das brauche ich natürlich. So. Sicher ist sicher, ne? Wir gucken mal, ob wir die Anaconda... Wo ist sie? Da hinten. Da ist ihr Kopf. Oh nein! Ich... Okay. Oh je. Ja. Okay. Ja, so viel zu Anaconda. Aber meine Begleiterin, die hat das mit der Anaconda erledigt, oder? Ja, hat sie. Okay. Jagdbewertung. Was war jetzt? Ich hab doch irgendwer... Nee, ist nix. Wow. Und der hat das überhaupt nichts ausgemacht. Ja gut, die Anaconda war sozusagen durch mich abgelenkt. Ja, war mit mir beschäftigt. Premium-Frischfleisch bekommen wir. Ja, hier bei dem Speercamp habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich hätte meine Lela nicht mit reinnehmen sollen, weil was dann passiert, seht ihr eh gleich. Und ich habe sie dann später nach Hause gebracht, damit sie ja, nicht wieder alle tötet. Nein! Ach komm! Okay. Okay. Na. Ach komm. Jetzt. Okay. Jetzt sieht man hier natürlich nichts. Wo ist sie? Da ist sie. Da. So, das ist gut. Das heißt, wir haben jetzt hier dieses Ganze freigedeckt. Da haben wir eine Mine, da ist eine Kaserne, mysteriöses Portal, mysteriöses Portal. Da oben wäre die Pyramide. Ja, und noch so ein paar Ruinen sicherlich. Aber das wäre zum Beispiel schon mal ganz wichtig. Da gibt es Kupfererz. Okay, sehr gut. Das haben wir erledigt.
Ja, die geben mir hier schon das erste Kupfererz. Sehr gut. Das heißt, der nächste Step wird sein, zu versuchen, die Produktion eben von Kupfererz und so, also von Metallen zu starten. Nehmen wir alles mit und ab geht's nach Hause. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Spielt ihr Soul Mask? Dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.